Erstens mal ist es viel schneller als so ein billiger Piss-Sportflieger. Und zum Zweiten kann man damit auch... wie kann man schieben? Geil! Und zum Zweiten kann man, ist ein Senkrechtstarter und man kann auch gerade landen wie ein Helikopter. Ist natürlich schon ziemlich geil. So, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zurückdrücke, was natürlich viel zu spät passiert ist, denn ich habe die scheiß Taste nicht gefunden oder nicht mehr gewusst, dass es auf der 2 geht, so. Man dauert jetzt halt dementsprechend lange, deswegen werde ich einfach mal so runterfliegen, weil es einfach tausendmal schneller geht, als wenn ich jetzt die ganze Zeit runterdrücke. Oh, fuck, 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 fuck. Hui. Oh, meine Schutzweste wieder fast weg. So muss eine Landung aussehen, meine Damen und Herren. So muss das. Und ich kann mir jetzt hier mal das Dorf kurz angucken. Nicht schlecht. Genau, eine kleine Wohnwagensiedlung. Schön. Ja, und dann gibt es halt da vorne noch die Birdschule, die ich jetzt übrigens machen werde, weil ich da irgendwie gerade Lust drauf habe und weil ich sonst nichts zum Scheißen habe. Und weil wir mit der einen Mission sowieso so gefailt haben. So scheiße. Und für die nächste Suite-Mission müssen wir sowieso erstmal voll viele Ganggebiete erobern. Darauf habe ich auch gerade keinen Bock. Und deswegen mache ich jetzt erstmal allerlei Nebenmissionen, bevor ich hier die Suite-Mission mache, beziehungsweise die Gebiete erobern. Und wir können die Markierung auf der Karte auch mal wegmachen, so. Okay, Bootschule. Bleibe unter 12 Sekunden, um zu bestehen. Kleines 1x1 der Seefahrt. Was müssen wir denn da machen? Halte W gedrückt, um Vorwärtsschub zu geben und bringe das Boot innerhalb der parallelen Bojen zum Stehen. Klingt da erstmal gar nicht so schwierig. Inhalteregion gefällt. Ja, boah, ich darf... Wie weit ich soll unter 12 Sekunden bleiben oder so? Nein, zu spät. Bronze? Bronze? Behindert oder so? Was habe ich jetzt? Gold, perfekt. So, bleibe unter 40 Sekunden, um zu bestehen. Was für eine Prüfung! Steuere das Boot durch jedes Bojenpaar. Gib mit W Gas und benutze A und D, um zu steuern. Ja, das ist ja leicht. Oh shit. Ah, zum Kotzen, ey. Fick doch mal. Wo ist jetzt? Ich meine, wir haben ja Zeit. Alter, was mache ich denn hier für eine Scheiße, sag mal. Sag mal. Ich bin so dumm zum Scheißen gerade, irgendwie ohne Spaß. Ist doch kacke, sowas. Ich unterschätze natürlich wieder die gigantischen Lenkkräfte eines solchen Bootes. Das ist natürlich schon krass. Könnte man ja wie ein Auto lenken, so. Boah, keine Medaille und Schaden habe ich auch noch gekriegt, ey. Scheißdreck. Aber jetzt schaffen wir es, dessen bin ich gewiss. Muss eigentlich nur vorsichtig zwischen den Bojen vorbeifahren und fertig. Vorsichtig, aber schnell.
So, ich glaube, das ist auch schon das letzte. Ich glaube, wir haben Gold. Ja. Wasserslam, bleibe unter 2 Minuten, um zu bestehen, ey. Aha, 2 Minuten, das wird eine ewig lange Prüfung, habe ich so das Gefühl. So. Mitten durch jedes Bojenpaar. Ich dachte eigentlich so immer um Bojen herum oder so. Aber wenn die das so machen wollen, dann ist das das gleiche wie gerade eben, nur länger wahrscheinlich. Oh fuck. Also das heißt wahrscheinlich, ist es ziemlich sicher länger. Ich meine, wir haben ja auch 1,5 Minuten länger Zeit als gerade. Aber ich meine, ja, es ist halt längere Strecke, voll zum Kotzen. Es dauert länger. Oh fuck. Ja, Gold gibt's eh schon nicht mehr, ja, kann man vergessen. Weil mit Schaden kriegt man sowieso keine Goldmedaille. Also kann man, wenn sowas passiert, eigentlich gleich neu starten. Dann spart man sich viel Zeit und Ärger. Weil wenn man alles macht und dann am Ende merkt so, Mann, das war nix, scheiße, Dreckspiel, dann ist natürlich blöd. Bist du bisschen blöd halt. Und das mit dem LP mit Andreas, das Borderlands 2 und alles, könnte sich ein bisschen verzögern, weil Andreas sein PC ja gefickt worden ist, also er ist im Arsch. Und jetzt hat er sich einen neuen Prozessor und Mainboard gekauft und jetzt geht sein alter RAM immer noch nicht. Heißt auf Deutsch so viel wie, er muss sich jetzt nochmal neuen RAM bestellen. Heute ist übrigens Freitagabend. Das heißt, den neuen RAM müsste er sich dann heute oder morgen bestellen. Das heißt, er würde allerfrühestens am Dienstag da sein. Und das heißt natürlich, bis Dienstag können keine neuen Projekte aufgenommen werden. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen scheiße. Wenn man dann, sagen wir mal, sein Zeug ist alles am Mittwoch da und sein PC ist ab Mittwoch wieder lauffähig und funktionstüchtig. Oh nein, schon wieder Schaden, ey. Scheiße! Wenn sein PC bis Dienstag wieder funktionsfähig ist, dann werden wir... Oh, es ist rum. Dann werden wir... Ach nein, Mann. Boah. Ach, ich hab ja Gold. Geil. Springe über 55 Meter, um zu bestehen. Ja, genau. Sonst nur Wünsche. Fahr volle Kraft voraus auf die Rampe zu und lande innerhalb der parallelen Bojen. Ich nehme mal KDST. Boah, gar nichts, ey. 59,19 Meter. Wie viel weiß ich schon? 59 Meter, okay. Ich muss mehr Anlauf nehmen. Ich meine, Zeit genug habe ich ja. Aber davor ist man immer ein Bier hier. Weil wie jedermann weiß, Bier steigert natürlich die Hand-Augen-Koordination und auch das Reaktionsvermögen, was natürlich beim Bootfahren sehr wichtig ist. Von daher gar nicht so schlecht für Zielwasser. Jetzt ist auch der scheiß Cola-Geschmack weg, jetzt schmeckt es auch wieder nach Eppes. Und man kann es trinken. WTF, oh, jetzt habe ich nicht früh genug nach hinten gedrückt, das ist fast schon peinlich. So. Nochmal neu. Fahr voller Kraft voraus, bla bla bla. Ach, lande innerhalb der parallelen Bojen. Ach so. In dem Fall darf man sogar gar nicht so weit springen, oder? Ach, sogar neuer Rekord. Fett. Man lande innerhalb der parallelen Bojen, damit der Sprung als gültig gewertet wird. Das heißt, man muss anscheinend so weit wie möglich springen, aber trotzdem so weit wie möglich innerhalb der Bojen, so wie es aussieht. Scheiße. Verkackt. Okay, bisschen mehr Anlauf.
Okay, jetzt aber. Ich hab's im Urin, dass es jetzt klappt. Ah, komm, komm, komm. Juhu! Sag ich doch. Gold. Bleibe unter 3 Minuten, um zu bestehen. Ey, boah, ist ja wahrscheinlich auch die Endprüfung. Jetzt muss halt Boot, Land, Wasser, Luft, hier auch immer. Alles hier auf einmal und so. Und muss da halt immer diesen Hürdenlaufparcours-Dings da machen. Ich glaube, in GTA Vice City war es, oder Vice City Stories, ich weiß nicht mehr, gab es auch diese Rennen, die man machen konnte. Und da war eben auch dabei Land, Wasser, Luft. Da musst du halt Rennen fahren gegen ein paar andere, dann konntest du zu Land, zu Wasser und zu Luft. Und das war in GTA 4, jetzt weiß ich es wieder. Also nichts mit Vice City, sondern Liberty City, aber so, so sieht's aus. Und so, so halt. Jetzt gibt es da vorne nochmal eine Rampe, über die man drüber jumpen kann, was ich natürlich auch mache. Checkpoint! Ich frage mich, was der Checkpoint bringt. Ich weiß gar nicht, ob hier eigentlich der Schaden gewertet wird. Oder nicht, weil ich stand da nur dran, bleibe unter 3 Minuten. Aber ich meine, da wo Schaden gewertet wird, da steht halt auch nicht dran, unbeschädigt oder sowas. Oh, das wird schon ein bisschen eng. Oh mein Gott! Der Wahnsinn. Ach, ja, gut, Checkpoint steht überall dran. Fällt mir gerade so auf, ich hab's halt nur jetzt vorher zum ersten Mal gesehen. Ist natürlich gar nicht mal so toll, ich Idiot. Und ich glaube, das in GTA 4 war irgendwie was anderes, weil irgendwie bin ich jetzt gleich fertig. Bei GTA 4 musst du auch deine... Boah, doch, Schadenwert wird gewertet, scheiße. Naja, ich habe wahrscheinlich eh bestanden. Ja. Gratulation, du hast alle Bootsfahrschultests bestanden. Mein Gott. Okay, jetzt gibt's das Boot. Das Boot kriegt man, wenn man alles auf Bronze bestanden hat. Das Boot gibt's, wenn man alles auf Silber bestanden hat. Und was es für ein Boot gibt, wenn man alles auf Gold bestanden hat, zeige ich euch jetzt. Also Zeit war okay, ich schätze mal einfach bloß, dass man, dass ich einfach nur weniger Schaden nehmen soll, beziehungsweise gar keinen Schaden. Weil das war natürlich schon ein bisschen scheiße so. Huhu, der Hammer, geil. Yay, Hammer fett. Also als bloß noch hier durch und halt nur noch die restlichen Checkpoints. Was denn sonst? Ich weiß auch gar nicht, was man hierzu bitte kommentieren soll, so, wenn man hier nur dumm auf dem Wasser rumgurkt und sonst eigentlich nichts macht und nichts zum Kacken hat. Aber ich probiere auch mal. Oh fuck, boah, Glück gehabt. Ich will jetzt nämlich keinen Schaden mehr, ich bin so weit gekommen. Also ganz konzentriert